Das Kinder- und Jugendheim des Diakonievereins Ollertal e.V. in Ranis konnte sich über eine große Spende von der Vitori Health GmbH aus Pößneck freuen. Wir freuen uns sehr, dass das heute klappt. Ne? Wir spenden euch das sehr gerne. Wir hoffen, ihr habt eine gute Verwendung dafür. Ja. Und heute zum Nikolaus passt das sehr gut, denke ich. Ja, ne? Sehr gut. Wir danken sehr und wir werden das in unseren Gruppen gut als Weihnachtsgeschenk, als Unterstützung mitverwenden können und sind sehr, sehr dankbar für die Spende. Ja, wir waren schon länger auf der Suche, um einfach regional mal eine schöne Spende machen zu können. Wir unterstützen schon langfristig mit jeder Bestellung die Aufforstung weltweit. Ne? Wir arbeiten dort mit einem Projekt zusammen, das nennt sich Eden Reforestation Project und unterstützen dort mit jeder Bestellung, die bei uns reinkommt, den Regenwald, die Aufforstung und tragen dort dann 10 Bäume bei und waren jetzt eben auf der Suche und haben einfach gedacht, Mensch, warum nicht mal regional was spenden? Haben uns dann ein bisschen umgeschaut und das Kinder- und Jugendheim in Ranis passt eben wirklich einfach perfekt. Ne? Und wir freuen uns, dass wir da einfach einen Beitrag leisten können und ja, sind uns sicher, dass die Gelder hier gute Verwendung finden und freuen uns, dass das heute geklappt hat. Ja, hier im Kinder- und Jugendheim in Ranis haben insgesamt 44 Plätze für Kinder und Jugendliche zwischen 2 und 18 Jahre und haben 5 Wohngruppen insgesamt in Ranis und auch in Pößneck. Und jetzt kurz vor Weihnachten kommt diese Spende natürlich für uns sehr gelegen und wir sind sehr, sehr dankbar für die Spende, die wir bekommen haben. Ja, ein großes Danke an die Vitori Health GmbH von uns. Wir sind sehr, sehr dankbar, dass wir nochmal so eine tolle Unterstützung kriegen in der Vorweihnachtszeit für unsere Gruppen. Dankeschön. Das Geld kommt direkt den Wohngruppen im Kinderheim zugute als schon vorweihnachtliches Geschenk. Hier kann man sicher sein, dass die Spende in gute Hände gelangt.